Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum ersten Teil zum Thema Shopping. Vielleicht seid ihr von den Videos von Anja und Julia zum Thema Dressur hier raufgekommen. Wenn ihr diese noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch diese natürlich in der Infobox, genauso wie alle anderen weiteren Videos zu dieser wieder mal Turnierserie. Ich freue mich auf einen tollen Tag hier in dieser wunderschönen Frankfurter Festhalle und nehme euch jetzt einfach mal mit in den Bereich zum Einkaufen. Viel Spaß! Hier mit der Anja zusammen. Die Anja ist selbst auch Mitglied im RheinTV-Netzwerk und besitzt eine eigene Leckerlieben-Manufaktur. Und ja, darüber wird sie uns jetzt mal ein paar Kleinigkeiten erzählen. Schieß los! Okay. Ja, mein Name ist Anja Rudolf. Mir gehört die Leckerlieb-Fabrik. Das ist eine Manufaktur für Pferdeleckerlis. Ich habe vor 3 Jahren die Leckerlieb-Fabrik gegründet. Die Leckerlis sind alle handgemacht, das heißt, ich lege Wert darauf, dass bestimmte Waren verwendet werden, also sprich Bio-Waren oder regionale Produkte. Also alles, was ich zum Beispiel nicht regional bekomme, wie zum Beispiel die Bananen, die gibt es jetzt nicht bei mir um die Ecke, die sind Bio-Bananen, weil ich gemerkt habe, dass viele Reiter die natürlich auch immer selbst essen. Und ja, wenn man mal wirklich auf die Packungen schaut, was alles drin ist, ist es im Endeffekt bei den meisten mehr Abfall. Also das ist Industrieabfall und ja, ich habe die schon als Kind selbst gemacht und habe dann gemerkt, dass bei Freunden die immer gut ankamen und habe mich dann dafür entschieden, die Leckerli-Fabrik zu gründen. Jetzt gibt es natürlich bei dir im Sortiment ganz verschiedene, viele Sorten. Was ist denn so der Kassenschlager? Was wird denn so ganz oft gekauft? Also am häufigsten wird natürlich gekauft die Banane-Honig-Leckerlis, wobei ich dazu sagen muss, die sind mehr für den Reiter als fürs Pferd. Ich glaube, dass die meisten gar nicht beim Pferd ankommen. Sehr beliebt ist Rote Beete und Malzbier ist natürlich auch sehr, passt auch gut immer zum Pferd. Es ist ein bisschen getreidiger vom Geschmack her. Ja, und ansonsten natürlich die süßen Sorten sind natürlich die, die immer gut ankommen. Jetzt gibt es noch eine spezielle Sorte, die auch hier steht. Das ist die Light-Sorte. Was ist bei denen besonders? Genau. Und zwar gibt es ja inzwischen viele Pferde, die ja, durch Cushing, EMS halt auf Getreide verzichten oder halt reduzieren sollten. Und da kam mir die Idee, halt eine getreidefreie Sorte zu machen. Das heißt, das sind Light-Leckerlis, sprich mit Leinsamenmehl, Rote Beete-Saft, Karotten und Karottensaft, also sprich zuckerfrei, getreidefrei und dementsprechend für jedes Pferd zu verwenden. Auch für die vielleicht etwas dickeren Ponys. Ja, kenne ich gar keins. Super, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die kurze Vorstellung. Und wenn ihr Anjas Online-Shop oder so besuchen möchtet, werde ich es euch alles einmal in der Infobox verlinken, beziehungsweise unten jetzt auch einmal einblenden. Wir sind nun am Stand von Equipe und ich stehe hier mit der Frau Frauenrath, die uns jetzt einmal ein bisschen über die Sattelkollektion erzählen wird. Was sind denn die Besonderheiten von Ihren Sätteln? Also die Firma Equipe ist eine italienische Firma, die die Sättel noch mit der Hand machen. Und die Sättel werden individuell für Pferd und Reiter angefertigt. Wir haben verschiedene Bäume, die wir verwenden. Kunststoffbäume, Holzbäume und Carbonbäume.
Und wir können eben dem Reiter die Möglichkeit geben, jeden Sattel Probe zu reiten, bei einem Satteltermin, den wir vorher vereinbaren. Und Reiter und Pferd können sich dann entscheiden, weil manchmal entscheiden sich auch die Pferde, welchen Sattel sie gerne hätten, für welches Modell sie sich entscheiden würden. Dann würde das Pferd vermessen werden und der Sattel würde angefertigt. Okay. Durch die verschiedenen Bäume haben wir verschiedene Preissegmente. Ja. Es gibt wirklich günstige Sättel, die dann hochgehen, eben bis zu den Sätteln mit Carbonbaum, dubliertem Kalbsleder, Formkissen, alles, was das Herz begehrt. Bist exklusiv quasi. Genau. Der jetzt faszinierend, das könnt ihr natürlich jetzt nicht sehen, aber wenn man diese Sättel anfasst, die haben eine ganz besondere Oberfläche. Das ist so, ja, man merkt einfach, das ist nicht so Glattleder, sondern als ob man wirklich einen speziellen guten Sitz wahrscheinlich da drin hat, einen festen Halt wahrscheinlich. Genau. Das ist dubliertes Kalbsleder, was fast gegerbt ist. Mhm. Das sind, das heißt, das sind naturgegerbt, dürfen auch nur mit speziellen Pflegemitteln geputzt werden, damit sie nicht verkleben und dann ist die Haltbarkeit extrem lang. Okay, also das heißt, dieser Grip, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, dieser Halt, das heißt, das besteht auch über Jahre. Richtig. Also es ist nicht, wenn man abgesessen hat, sag ich mal, irgendwann durchgesessen, dann ist es weg so ungefähr. Genau. Okay. Im Verhältnis dazu gibt es das geprintete Leder, was wesentlich rutschiger ist. Das ist ja so von den Standardsätteln, sag ich jetzt mal, was man so kennt. Ne? Genau. Und es ist halt so, dass die Reiter, wenn sie diese Sättel neu bekommen von uns, nie das Gefühl haben, dass es ein neuer Sattel ist, sondern sie, weil er so weich ist, das merkt man aus, und auch ganz leicht ist, was eben auch sehr angenehm für das Pferd ist oder auch zum Tragen, auch für mich, wenn ich mehrere tragen muss, ist das einfach ein riesen Vorteil. Vorteil. Ja. Super. Dann bedanke ich mich für die kurze Vorstellung. Und wir schauen nochmal, was wir sonst noch so finden. Wir stehen jetzt am Start von Natutech. Bei mir steht David, das ist der Inhaber der Firma. Und er wird uns jetzt einmal kurz erklären, was denn das Besondere an seinem Produkt ist. Also, das Besondere an Natutech ist, dass sie ihr könnt ausgesteinen drauf austauschen. Das heißt, ihr seid nicht gebunden, ihr könnt euch je nach Outfit eure Steine selbst zusammenstellen und dann einfach immer austauschen. Mit einem Handgriff weg und einfach ein neues drauf. Meine Lieben, das war's auch schon mit meinem Teil zum Thema Shopping. Weiter geht's mit dem zweiten Teil auf dem Kanal von der Damiana. Die Videos werden natürlich alle in der Infobox verlinkt und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet ein paar Einblicke in die verschiedensten Produkte gewinnen und in die Vielfalt einfach, die hier angeboten wird. Ich fahre jetzt nach Hause, ich bin seit 9 Uhr da, wir haben jetzt kurz vor 9 Uhr abends und ich bin einfach schachkaputt und müde und wünsche euch auch mit den anderen Teilen dieser Serie ganz viel Spaß.